Hallo und willkommen zurück zu Risen 3. Tja, also, wir werden da mal zurücklaufen und den Typen mal berichten. Eigentlich wollte ich das gleiche nochmal machen im letzten Mal, aber hab ich dann doch nicht wirklich Lust zu. Das ist so eher sinnlos. Wo müssen wir überhaupt hin? Ist da oben ab. Und zwar müssen wir diesen komischen, wie heißt er da? Irgendwas berichten. Sebastiano, glaube ich. Wer war er denn hier? Vasco? Er hält die Stellung. Okay. Dann halt du mal die Stellung. Ich gehe inzwischen weiter. Und berichte den Affen mal der Bericht. Was da genau erzählt, weiß ich dann auch nicht. So, jetzt rechts rum oder links rum? Ich glaube links rum, ne? Ja, links rum. Wohin auch sonst? Wenigstens sind keine Viecher hier, die im Weg rumrennen. Ist nämlich auch nur lästig. Hier noch ein Truthahn. Könnte ich normalerweise klein kloppen. Bringt ja wieder was zu essen. Ich glaube, der war in dem Haus hier, ne? Genau, hier drin ist er. Irgendwo da oben. Müssen wir mal kurz nach oben gehen hier, dann den Affen mal berichten. Wo ist er denn? Wo ist der Eierbeißer? Ist er das? Steck ja nichts ein. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Wo ist denn der? Im Bett? Ist der am Pennen, ey. Ich. Oh, ging so, ne? Da wäre noch was. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ja. Ja, danke schön. Hätten wir so die Quest auch abgeschlossen. Da mal noch hier. Der Schatz im Totenland von Takarigua. Wo ist denn das? Wo soll das sein? Nanu? Was hier? Nee, das ist ein Händler. Das ist schön, aber wo ist denn hier das Kreuz? Ich denke, es soll ein versteckter Schatz sein. Ach so. Das sollte man natürlich auch auf der Karte markieren. So, wo ist das Ding jetzt? Ja, natürlich da. Wo soll ich da denn hinkommen? Möglicherweise hier durch. Ist auch ein langer Weg, wahrscheinlich auch ein gefährlicher Weg. Sollen wir ein bisschen was anderes machen? Besser ist da, glaube ich. Die Plünderer. Haben wir das immer noch?
Questziel. Ja, hat man doch schon. Das war zum Lesen. Ja, so ist das. So, hier. Ja, wie macht die nützlich? Verstehe ich jetzt aber nicht. Was soll das denn? Tja, hat es dann also sinnlos? Das hat auch hier. Monolithenstein, nee. Das ist wieder auf einer anderen Karte. Ja, komm, dann latschen wir da mal hin. Vielleicht kommen wir da irgendwie hin. Sollen wir was essen? So. Ja, ich weiß, dass er da unten lang ist, aber ich muss irgendwie da hinkommen. Ich laufe auch falsch. Ich muss hier ab. Hier ab und dann wieder da hinten links. Und dann wieder nach oben. Und dann durch den Tunnel. Aber ich mich recht im Sinne ratten auch noch irgendwelche Viecher rum. Lalalala. Dann hier lang. Da hast du schon wieder Viecher. Kackhunde. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Hey, ich hab geblockt. Geht das schon wieder los? Hey, Kackvieh. Na komm, Kollege, helf mir mal. Ich hatte da rumzugucken. Komm du Kackköter. Knapp. Heil mich mal lieber. Komm. Macht er wieder nicht. Drecksack. Ja, die Hunde haben ja nichts. Da durch die Höhle muss ich durch. Schlangenwurzel, nehmen wir auch noch mit, da gehe ich nicht hin. Außerdem war ich da schon mal, ne? Bin ich recht entsinne. Da. Und da rennen gerade hier nochmal so Kackviecher rum. Oh! Sag ich doch. Ein Dunkeldürer. Was auch immer das ist. Guck, noch ein Ghoul, noch ein Ghoul. So, der noch hier. Und platt ist er. Oder sind alle beide. Ein Geisterpilz. Auch noch lecker für ein Süppchen. Was mache ich denn mit den ganzen Knochen überhaupt?
Hat auch was auf sich. Ein Feuerblümchen. Da ist noch ein Viech. Komm her. Oh. Ja, hallo. Haut er daneben, ey. Und der Kobold jetzt mal her. Aber hier rennen noch mehr Kobolde rum, ne? Ja, Kobold. Na gut, dass sie nicht viel abkönnen, die Viecher. Ein Löffel. Ach Jung, steh nicht mal im Weg rum. Komm hier weg da. Steht da auf der Kiste, ey. Willst du mal da runter gehen? Ja super, ein bisschen Gold und Papageienflug. Mehr nicht. Ach, wie langweilig. Oh nein. Oh. Ich habe die Kackfalle nicht gesehen, ey. Wie beim letzten Mal auch. Ja, da geht's dann weiter. Da ist mir so ein scheiß Viech. Ja, dann komm her. Schlage ich ein paar Schädel ein. Ja, immer schön drauf. Der steht nicht mehr auf. Nee, da glaube ich auch. Nochmal ein paar Knochen einsammeln hier. Da kommt ja noch einer an. Ah. Komm, geht weg. Echt, endlich Ruhe hier. Ja, dann können wir weiter über die Brücke latschen. Na hör mal. So fett bist du auch nicht, hä? Findest du mich dick? Da pennt noch so ein Gnom. Und tschüss. Ein Kistchen. Ja, die kriegen wir dann nicht auf. Ein Bauplan. Ein Bauplan ist immer schön. Da pennt doch noch irgendwas. Ich höre das doch. Hier pennt einer. Oh. Ja, hallo, ich wollte sagen, schlägt er auch mal? Ah, ja, super. Hat alles wieder alleine gemacht, der Sack. Und noch mehr Kobolde. Das höre ich doch. Da pennt noch einer. Hallo. Ja.
opfern. Ach was? Ein Löffel. Wie ich mit einem Löffel? Eine Kugel. Toll. Was ist eigentlich für eine Höhle hier, ey? Liegt ein Haufen Gold rum. Und ein Buch. Eine Büste. Nochmal Gold. Ein Buch. Das Zielwasser. Okay. Ja, und hier geht's nicht mehr raus. Das ist toll. Wie soll ich denn jetzt dann hinkommen, wo ich hin will? Wo sind wir denn? Ja, da kommen wir also schon mal nicht durch. Ist nur so eine blöde Höhle. Wie komme ich dann auf der anderen Seite? Mit einem Boot oder was? Ja, dann können wir hier wieder raus. Wieder raus. Hier rum. Ich weiß nicht, wo da hinten rechts noch rumgeht. Da geht's, achso, da geht's nach unten. Ja gut, da brauchen wir ja eigentlich gar nicht hin. Da brauchen wir nicht hin. Können wir es wieder zurücklatschen? Da brauchen wir nicht hin. Da waren wir schon. Noch nicht geplündert? Gibt's ja gar nicht. Da liegt noch irgendwas rum. Eine Maki-Beere, die nehmen wir auch mit. Ein Geisterpilz, auch übersehen. Habe ich den nicht eingesammelt? Ah, anscheinend nicht. Ist ja ganz gut windig hier. Ist das für eine Hütte? Ach so, da waren wir ja schon drin, stimmt. Das war ja diese komische Dingenshütte da. Tja, da komme ich aber nicht hin. Tja, vielleicht sollte ich mal weiter nach diesen Monolithenstein gucken. Würde ich mal sagen, können wir eigentlich zurück nach... Und das hat jetzt Taranis. Fahren wir nach Taranis. Wer ist er denn? Hä? Ach ja, da kommt ja mit. Stimmt ja. In See stechen. Taranis. Einmal dahin bitte.
Wenn er dann fertig geladen hat, dauert ja auch mal etwas. So ein bisschen. Ja, schön. Sieht da nicht toll aus. Das Riesenschiff werden wir auch nochmal haben irgendwann. Gehe ich von aus. Dann können wir da eigentlich an Land gehen, ne? Beim nächsten Mal.